Der iranische Angriff verursachte auch deshalb keine Katastrophe in Israel, weil die Luftabwehr des Landes einmal mehr funktionierte. Wäre auch Deutschland zu so einer Abwehr in der Lage in der aktuellen Situation? Naja, wir bauen gerade ein European Sky Shield auf. Und bei dem European Sky Shield ist eben das Interessante, dass wir unsere Iris-T, das ist ein Luftabwehrsystem, was sehr erfolgreich in der Ukraine eingesetzt wird, die Patriot und aber auch den sogenannten Arrow-3, den wir gerade von Israel gekauft haben, zum Einsatz kommt. Und der Arrow-3 ist deswegen ein unglaubliches System von Israel und den USA entwickelt, weil es eben auch Langstrecken- und Mittelstreckenraketen abfangen kann, die vom Boden aus geschickt werden, kurzfristig in der Stratosphäre sind, also die Hemisphäre verlassen und dann sozusagen in unsere Richtung fliegen. Und das kann im frühen Stadium zerstört werden. Also das heißt, wir bauen das gerade auf.